Seid ihr bereit für den ultimativen Showdown gegen Lord Vortec? Denn hier ist er auch schon. Oh ja, das war echt ein großer Fehler. Und wir werden gleich von diesen kleinen Haffen begrüßt. Und ja, warum nenne ich sie Haffen? Das Haar stammt von der Harpie und das Affe von, naja, sind eben Affen deswegen. Haffen, ihr lieben kleinen Dinger, ihr seid so knuffig. Und weg mit dir. Jawohl. Hast du was zu sagen, kleiner Genosse? Okay. Davor würde ich gerne erzittern, aber ich glaube, ich bin sprachlos. Och Mann, warum kann er sowas? Ich meine, er konnte sich auch im letzten Part wirklich alles herzaubern. Ob es jetzt die Freiheitsstatue ist, ein Schiff aus der Piratenzeit oder ein ganzes galaktisches Schiff mit Düsenantrieb oder irgendwie sowas aus der Zukunft. Der kann eigentlich alles machen. Er könnte sich Geld aus der Vergangenheit, Zukunft und der Gegenwart gleichzeitig holen, sodass er mehr Geld besitzt, als aktuell auf der Welt überhaupt insgesamt vorhanden ist, weil er eben das Geld aus der Vergangenheit, Zukunft und der Gegenwart zusammenbringt, an einen Ort, in eine Zeitzone. Oh Mann, er könnte praktisch alles machen, was er will, egal, ob es uns gefällt oder nicht. Das ist echt der Wahnsinn. Und? Der erste Treffer, oder? Zählt das noch nicht als Treffer? Wenn es als Treffer zählen würde, würde ich sagen, juhu, wir haben es geschafft. Ich meine, persönlich können wir dem wahrscheinlich weniger anhaben. Wir müssen wahrscheinlich eher immer durch Dritte, wie gerade eben, andere für uns hier arbeiten lassen, weil ich denke, wir sind so mickrig, so klein, wir werden von ihm zerquetscht wie eine Fliege. Da können wir wirklich nicht so viel reißen. Und ja, was für ein Schlüsselstein ist dahinter, beziehungsweise hier? Ah, wir müssen jetzt also wieder versteckte Gegenstände aufspüren, beziehungsweise so versteckte Wurmlöcher finden. Hier vorne? Bei den Kisten? Kann sein, dass es sich da unter der Kiste versteckt, oder? Es muss dann halt so ein kleiner Gegenstand aufblinken auf dem Boden oder über dem Boden, damit wir wissen, dass da so ein kleines Wurmloch ist und im richtigen Zeitpunkt springen, weil so können wir ohne Problem in Slow Motion über sein Schwert leiten. Jawohl, richtig stylisch. Oh, das ist hier hinter dem Karren. Das kann auch sein. Und? Achso, wir haben es ja nicht mehr aktiviert, oder? Doch, wir haben es aktiviert, deswegen. Wo ist er? Weg mit dir! Oh, jetzt konnte er mich sogar treffen, das ist unfair. Ist hier hinten irgendwo einfach mal alles ablaufen? Hier, wo befindet sich der versteckte Schlüssel? Achso, wir haben ihn noch gar nicht aufgemacht, oder wie? Doch, wir haben ihn schon aufgemacht. Da kann mir keiner was sagen. Wir hatten es also echt noch nicht aktiviert gehabt. Okay, nochmals absuchen. Hier vorne? Da, wo die Kisten waren? Okay, hier ist nichts. Oh, die kleinen Haffen, die nerven echt nach einer Zeit. Oder hier vorne? Ah, hier vorne beim Karren war er. Ha. Man muss also immer darauf achten, dass es wirklich überall grün aufleuchtet. Und was passiert jetzt? Ein Wurmloch kommt und daraus kommt ein riesiges Raumschiff geschossen. Was ihn abballert, nice. Ich sehe, ihr habt hier neue Tricks einstudiert. Jaja, wir waren sehr fleißig. Wir waren auf einer Hundeschule, ne? Da lernt man so richtig vieles, nicht nur für die Hunde, auch wir selbst. Zum Beispiel, wie man bei Fuß macht oder wie man jetzt Platz macht, dass er sich auf den Boden hockt. Das wissen die wenigsten. Okay, Spaß beiseite. Das ist also wieder so eine Plattform, wo man sich die verschiedenen Schilde geben kann. Das heißt Feuerschild, Wasserschild oder Eisschild. Ich glaube, das sieht wie Eis aus, oder? Ist es Eis? Okay, es ist eindeutig Eis. Dann gönnen wir uns erstmal das Feuerschild und schießen ihn einfach mal ab. Jawohl. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Schmelze dahin vor meiner Schönheit. Ich schieße die ganze Zeit wieder ab, aber das juckt ihn nicht. Der ist irgendwie unbesiegbar in diesem Modus. Das gefällt mir nicht. Aber wie kann ihn dann bitte schon so ein Raumschiff so viel anhaben lassen? Aber wir mit so viel, mit praktischem Flammenwerfer? Gar nichts. Das geht doch nicht. Das ist so unfair. Okay, Haffen erstmal weg mit euch. Ich meine, ich kann jetzt meine Kumpels ohne Probleme unterstützen, da ich wirklich diesen total overpowerten Schild habe. Denn ich glaube, jeder Schild ist genauso overpowered. Man muss einfach nur einen Strahl auf die Gegner lenken und schon sind sie alle weg, allesamt. Nein, nein, das kannst du lassen, oder? Lass uns weitermachen, okay? Okay, Kleiner, da gehen wir ganz schnell da hinten hin und machen weiter. Okay. Aber was willst du bitte schon hier drüben machen? Musste das sein, dass ich extra mit hier rüberkomme? Aber ich muss immer auf Fallen gefasst sein. Konnten wir nicht da drüben weiter kuscheln? Ich meine, da drüben war doch ein schöner Platz für uns beide. Aber nein,
Wenn du meinst, dass wir hier rüber müssen, dann komme ich hier eben auch gerne mit dir mit. Das ist dann kein allzu großes Problem, denke ich. Und einfach mal die Kisten jetzt mit dem Magiestab öffnen, zerstören. Ich denke eher zerstören, Freunde. Ich denke eher zerstören. Das ist bei Lego-Spielen eigentlich immer der Fall. Egal, ob man jetzt was bauen will oder nicht, man zerstört es erst einmal. Und danach schaut man, kann ich daraus was Neues zusammenbauen? Oder war es einfach komplett sinnlos, dass ich es kaputt gemacht habe? Dann denkt man sich, oh, tut mir leid, dass ich es geschrottet habe. Aber dann ist es einem dann auch noch 3-4 Sekunden wieder total egal gewesen. Und warum bin ich da gerade eben gestorben? Ich meine, ich war doch noch auf der Plattform drauf, oder? Oder nicht? Okay, wo befindet sich hier das Wurmloch? Auf jeden Fall können wir da oben zur Leiter hin, oder? Lass mich da oben hin. Jawohl. Und? Über die Planken drüber. Wir spielen Piraten. Nice. Was befindet sich hier hinten? Logisch. Das Wurmloch, beziehungsweise das zweite Wurmloch. Das ist auch ziemlich cool. Ich meine, war eigentlich offensichtlich, aber trotzdem ziemlich cool. Was kommt hier rausgeschossen? Ein Drache. Echt? Okay. Vogel gegen Vogel, allerdings denke ich, ein Drache gewinnt immer gegen einen normalen, stinknormalen Vogel. Ihr müsst ja aber nicht alle schrotten, Freunde. Ich habe genug von euch Unwürdigen. Wenn hier einer unwürdig ist, dann eher du, weil du hast dich gerade von einem Drachen besiegen lassen. Ich meine, du hättest dir doch auch einfach einen mächtigeren Drachen herzaubern können. Wenn du schon deinen mächtigen Zauber hast. Och Mann, Freunde, er weiß einfach nichts mit seinen Zauberkräften anzufangen. Okay, einfach nur erbärmlich. Ich meine, egal was wir hier aus unseren Wurmlöchern rausholen, er hätte immer etwas Besseres für sich erschaffen können, beziehungsweise herzaubern können. Deswegen, ja, er weiß sie einfach nicht zu schätzen, seine magischen Kräfte. Beziehungsweise was er doch immer hat. Okay, schneller auf die andere Seite. Und was befindet sich hinten? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall konnten wir die Kiste smashen. Das ist schon mal cool. Och nee, fang mich doch nicht immer in diesen Zeitstuhl bzw. normalen Wirbelstürmen. Das sind ja diesmal keine Zeitstuhl, sondern wirklich nur normale Wirbelstürme. Das passt ja noch so halbwegs. Okay, hast du dich jetzt beruhigt? Kann ich hier da weitermachen? Cool. Da oben ist auf jeden Fall was drin, weil das leuchtet so komisch. Ah, kann ich das irgendwie runterbewegen, wenn ich da drauf schieße? Kann ich echt, jawohl. Das wollte es mir gerade eben schon offenbaren. Hier vorne auch noch was? Oder? Da oben kann ich was anvisieren. Cool. Und? Das waren die restlichen Teile. Jetzt kann ich es zusammenbauen, gell? Wäre auf jeden Fall schön. Wird schön geschmeidig. Oder kommt da vorne noch was mit? Genau, hier oben ist der Rest. Nein, treff mich doch nicht so oft. Nachher sterbe ich hier wirklich noch. Beziehungsweise explodiere ich schon wieder. Oder kommt hier von der anderen Seite auch noch was runter? Kann ja auch gut und gerne sein. Oder in den Kisten hier drin. Ich meine, auch gut möglich irgendwie. Nur, der hat mich selbst zerschmettern lassen. Ich hätte gedacht, wow, so viele Stats für mich. Aber daher waren es meine eigenen. Es waren meine eigenen Stats, über die ich mich da gerade eben begnügt hatte. Und du sollst mich nicht treffen. Das weißt du schon. Das finde ich nicht so cool. Und da vorne war das jetzt der letzte Bereich? Kann ich da jetzt was zusammenbauen? Anscheinend immer noch nicht. Das ist unfair. Komme ich da irgendwie hoch? Komisch, komisch. Was ist das für ein Schild? Ich meine, wir können auch eigentlich hier so ein Schild nutzen und mit dem Schild dann durch die Gegend herumballern. Ach nee, ich hätte es einfach offen lassen sollen. Das mache ich jetzt auch. Und ich gönne mir jetzt mal ein Feuerschild. Ja komm, Feuerschild ist immer cool. Und schieß den da oben ab. Und hier an der Seite einfach mal alles, weil falls ja noch irgendwas offen wäre, kann ich das auch dann ohne Probleme machen. Ich glaube, der Affe da in der Luft hatte einfach noch ein einziges, letztes Teil gehalten, was wir für dieses Konstrukt hier gebraucht hätten. Das ist auch schon bitter. Die ganze Zeit hält es von meiner Nase in die Luft und denkt sich so, ah. Siehst mich nicht, du Kleiner. Du Loser. Aber nein, ich habe dich letztendlich durchgefunden, deswegen, tja. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Muha. Auch wenn es nicht gerade so richtig gut gelacht war. Okay, weg mit euch allen. Ich sehe gerade, meine Stats-Leiste ist auch wirklich auf Hochtouren. Auf so richtigen Hochtouren, Freunde. Weil die ist noch nicht mal einen einzigen Balken gefüllt gewesen. Was soll das? Das ist unfair. Gib mir zumindest einen Balken. Okay, jetzt ist ein halber vorhanden. Das ist schon mal ein Fortschritt. Und wo befindet sich jetzt dieses geheime Gedöns hier? Da hinten bei den Kisten? Hier hinten? Ja gut.
Wir müssen halt irgendwo den Zeitstrudel finden. Ich denke, der könnte sich hier hinten verstecken, oder? Durchaus! Durchaus! Erstmal alles kaputt smashen, damit man nicht außersehen wieder das andere Schildchen bzw. den anderen Schlüsselstein aktiviert. Weil den will man eigentlich erstmal ignorieren. Den braucht man hier in dem Fall aktuell nicht mehr. Am Anfang hat man den gebraucht, um den da oben runterzuholen, aber jetzt braucht man ihn doch nicht mehr. Deswegen mal wieder aktivieren. Nein, aktiviert lassen. Aktivieren und aktiviert lassen. Das ist schon eine gute Voraussetzung. Damit kann man dann arbeiten. Hier hinten. Hier vorne. Hier. Oh, in der Ecke ganz hinten. Klar. Ja. Naja, da sieht man schon von unten hervor. Schimmern, es geht schon klar. Und? Was holt er uns jetzt hervor? Wow. Die Ogre schleppen riesiges Katapult an? Nein, kein Katapult. Ein Türöffner? Ein Türklopfer. Echt jetzt? Die klopfen jetzt ganz geschmeidig an. Oh, nice. Und vorwärts. Ding dong. Die Stimme von ihm war gerade eben aber schon ein bisschen unlaut vorhanden, oder? Schade. Naja, passt schon. Und warum sollten wir deine eigenen Tricks nicht auch gegen dich verwenden? Ich meine, wer kann, der kann. Ich würde auch gerne mal das Pflanzenschild verwenden. Allerdings glaube ich... komme ich da oben hin? Wäre cool, wenn ich da oben hinkommen würde. Ich glaube aber, da kommt man nicht so leicht hin. Da ist auch ein Minikit da oben, deswegen... Man bräuchte eben so einen besonderen Charakter, wie er es einem der goldene Hilfestein da vorne angezeigt hatte. Und die kosten halt alle, wenn man sich noch zusätzlich zu dem eigentlichen Starterpaket dazu kaufen müsste. In der folgenden Anwendung ist ein Fehler aufgetreten. Lego Dimensions, Aktionsvorschläge, Problem melden. Aktionsvorschläge. Aktualisiere die Anwendung. Okay, Freunde, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir wieder da vorne sind. Oh Mann, mir passiert immer nur solches Pech. Das ist so unfair. Nachdem wir und das Spiel letztens so ein paar Diskrepanzen hatten, wollen wir mal hoffen, dass es jetzt besser läuft. Och komm, Geld, es war nur ein einmaliger Aussetzer. Das kommt doch nicht nochmal vor, oder? Nein, du bist doch ein Netter. Und? Er ist zu stark. Wir müssen einen anderen Weg finden. Reicht schon! Lauft ruhig nach Hause! Dieses Universum ist zu gefährlich! Also, wenn ich ein Fluxkompensator wäre, wo würde ich mich verstecken? Oh, gütiger! Doc, was haben Sie mit dem Raumzeitkontinuum gemacht? Ich habe nichts getan. Was nicht heißt, dass ich es in der Zukunft nicht noch tun könnte. Heißt das, wir kehren... zurück in die Zukunft! Das interdimensionale Halbfinale. Es war einmal eine Zeitmaschine. Nice. Und ohne Spaß... das Spiel ist gerade eben so 2 Sekunden vorm eigentlichen Ende des Levels, wo ich abspeichern hätte können, abgeschmiert. Danke nochmal dafür, echte Meisterleistung. Ja, ich weiß, die Leistung da gerade eben war grottig, aber ich kann nichts dafür, das Spiel hat mich mittendrin rausgeworfen gehabt und ich musste dann meine ganzen Stars da lassen und hatte dann nur ein paar neue bekommen. Och Mann, weiter geht's mit der Geschichte. Weglaufen war die richtige Idee. Das war kein Weglaufen, sondern ein taktischer Rückzug. Was ist noch gleich der Unterschied? Batman läuft nicht weg. Das ist kein Unterschied. Wenn du den Unterschied nicht siehst, ist das wohl dein Problem. Oh je. Gandalf, hast du gerade unseren einzigen Ausweg zerstört? Nun... Nein, hat er nicht. Es funktioniert immer noch perfekt. Und wofür sind die dann? Ich bin euch zu Hilfe geeilt.
Ah, wir können jetzt also was Neues bauen. Dann würde ich sagen, Freunde, ist es was Langes oder ist es was Kurzes? Es ist was Kurzes, gell? Okay, das kleine Gedöns hätte man bauen sollen, beziehungsweise hätte man bauen müssen. Allerdings würde ich sagen, es ist so wenig, das können wir auch gerne unter überspringen. Hier vorne sieht es nochmal also anscheinend so eine mobile Überwachungskamera oder sowas. Und es gab hier auch nur 6 Seiten insgesamt, das heißt relativ wenig. Lassen wir es einfach mal so durchgehen, als ob wir es jetzt gebaut hätten. Und hier vorne ist es. Nice. Und was bist du für ein kleiner Genosse? Mal sehen. Ziemlich schwer, sich selbst zusammenzubauen, wenn man noch keine Arme hat. Dieser fliegende Kasten kann sprechen. Wie seltsam. Sagt ein Typ, der mit sprechenden Bäumen rumhängt. Ich dachte schon, ihr hättet mein SOS-Signal nicht gesehen. Ich heiße Expo, kurz vor experimenteller Portalöffner. Ich bin die Stimme, die euch hilft, die Schlüsselsteine zu finden. Das ist nicht die Stimme, die dir sagt, dich als Fledermaus zu verkleiden. Oh, vielen Dank. Ich habe es für deinen Bart getan. So, die Sache ist wie folgt. Jetzt, da die Schlüsselsteine in das Tor integriert sind, müsst ihr die Fundamentelemente finden. Es ist so eine Schnapp-sie-dir-alle-Geschichte. Komm schon zur Sache, Roboter. Wo sind Robin und das Kryptonit? Richtig, Kryptonit. Das ist eins der vom Urfundament identifizierten Fundamentelemente. Ich glaube, Lord Vortec hält es bereits in seinen schmierigen Vortec-igen Klauen. Das ist der Typ aus dem Wilden Westen. Hat er auch unsere Freunde? Tja, wenn sie die Fundamentelemente hatten, wenn ich mir ansehe, mit wem ihr so rumhängt, ist das wahrscheinlich. Dann sind sie sicher auch im Urfundament. Dann hör auf zu quatschen und öffne einen Tunnel. Würde ich gern. Folgendes Problem. Die Position des Urfundaments wurde aus meinem Speicher entfernt. Zusammen mit all meinen Telefonnummern und glutenfreien Rezepten. Totaler Mist. Aber mit genug Fundamentelementen könnte ich sie vielleicht herausfinden. Und wenn ihr alle Fundamentelemente findet, verhindert ihr auch Lord Vortex Plan, die Dimensionen ineinander zusammenfallen zu lassen. Hat einer von euch verstanden, was das bedeutet? Ich glaub schon. Zusammenfallende Dimensionen sind schlecht, ja? Oh ja. Sehr schlecht. Lasst es mich so ausdrücken, dass ihr es versteht. Es ist, als würde Sauron Mittelerde beherrschen, deine gesamte Welt zusammengeklebt werden und alle würden wissen, dass du in Wahrheit Bruce Wayne bist. Ihr müsst also dringend alle Fundamentelemente finden, klar? Aber was sind sie? Wichtige, besondere Objekte aus spezifischen Dimensionen. Der eine Ring. Eisenbarts Schatz? Lord Vortec begehrt sie aus ganzem Herzen. Wenn es um die Beherrschung des Universums geht, ist er ein echter Raffzahn. Okay, wir tun es. Wonach suchen wir? Hey, ich kann nicht alles machen. Aber ich kann euch dennoch helfen. Denn es gibt ein Element, das uns künstlichen Intelligenzen allen bekannt ist. Dieses Wissen schlummert tief in unserem Kern. Einige denken, es sei ein Mythos, doch ich bin mir sicher, es existiert. Und? Was ist es? Ein Kuchen, ein köstlicher, saftiger Kuchen. Wow, das war schräg. Ich öffne einen Tunnel für dich. Okay, Freunde. Also scheint der ganze Spaß gerade erst anzufangen. Von wegen Ende, von wegen finaler Kampf. Wir sind gerade erst mittendrin. Oh Mann, das war die freudigste Botschaft, die ich heute erhalten hatte. Und Freunde, ich würde dann sagen, lassen wir uns die nächste Dimension auf dem nächsten, beziehungsweise im nächsten Part auf der Zunge zu gehen. Wir sehen uns da wieder. Haut rein und ciao, euer Feuerstachel. Ich freue mich schon mega drauf.